hier ist wieder eure Alex und ich möchte mit euch heute dieses Korb- oder auch Flechtmuster häkeln. Das ist ein Klassiker, natürlich keine Erfindung der Neuzeit, aber ich finde es so schön. Ich häkel da gerade einen Schal draus und habe gedacht, vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch nochmal eine schöne Anregung für Einzelstränge oder wenn ihr ein Geschenk sucht. Ich finde, dass das für Männer und Frauen total gut geht. Das ist so schön strukturiert und 3D-mäßig, dass man das sicherlich auch mit bunterer Wolle machen kann. Es sieht von beiden Seiten gleich aus und ist wirklich kurzweilig und macht Spaß. Dazu ist zu sagen, ihr könnt eine beliebige Breite anschlagen. Ich habe jetzt hier so in etwa 20 cm Breite. Wichtig ist zu wissen, dass ihr ein Vielfaches von 8 braucht plus 7. Und um das mal ganz kurz zu erklären, wie das zustande kommt, ein Vielfaches von 8, weil ich immer ein vorderes Feld und ein hinteres Feld mit jeweils 4 Reliefstäbchen häkle. Das sind also 8. Und damit es am Anfang und am Ende gleich aussieht, das macht es halt deutlich harmonischer, füge ich nochmal 4 hinzu, also dass es genauso endet, wie es beginnt. Dann brauche ich noch eine Masche für die Randmasche und 2 Luftmaschen. Nur, dass ihr mal wisst, wie diese Zahlen zustande kommen. Ne? Also ein Vielfaches von 8 plus 7. Wichtig ist auch noch, dass man ein bisschen dreidimensional denkt, denn die Stäbchen, die auf der Vorderseite aussehen wie vordere Reliefstäbchen, die werden auf der Rückseite als hintere gearbeitet, damit sie eben auf übereinander gleich aussehen. Das ist immer zweimal, also nach der Optik, kommen immer 2 Reihen übereinander, im Wechsel vordere und hintere. Und dann kehrt sich das Ganze um. Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier 15 Maschen für mein Pröbchen angeschlagen, also ein Vielfaches von 8, ne? Plus die 7. Ihr könnt natürlich auch 10 mal 8 plus 7 oder 100 mal 8 plus 7. Das Prinzip ist jetzt immer das gleiche. 2 Luftmaschen zählen für mich für die Höhe. Also die erste und die zweite überspringe ich und ich häkle in jede Luftmasche ein Stäbchen. Wie ihr das kennt, Umschlag, einstechen, Faden holen, dann sind 3 Schlingen auf dem Haken, Faden durch 2 ziehen und nochmal durch 2. Also auf jede Luftmasche kommt ein Stäbchen drauf bis zum Reihenende. Und dann haben wir unsere Basis schon geschafft, die wir fürs Muster brauchen. In dieser Basisreihe kommt auch in die letzte Masche ein Stäbchen. Das ändert sich ab Reihe 2. So, das ist meine Grundlage. Zum Wenden mache ich immer 2 Luftmaschen. Das ist meine erste Randmasche, zählt aber nicht fürs Muster. Und jetzt mache ich die nächsten 4 Maschen vordere Reliefstäbchen. Dazu steche ich also um den Körper drumherum und häkle das Ganze genauso ab, wie ich ein Stäbchen abhäkeln würde. Nur, dass ich für Stäbchen ja eigentlich hier oben in die Masche einstechen würde, mache ich bei Reliefstäbchen nicht, sondern ich steche um den Maschenkörper drumherum. 4 vordere, 1, 2 haben wir, 3 und 4. Und jetzt wechsle ich zu hinteren Reliefstäbchen
Dazu komme ich von hinten, steche um den Maschenkörper drumherum und gehe wieder nach hinten. Abmaschen tue ich das genauso wie eben auch, wie man Stäbchen abmascht. Ich empfehle euch, wirklich Stäbchen zu machen, weil das ein sehr kompaktes Muster ist. Generell mache ich ja lieber halbe Stäbchen. Aber in diesem Falle lohnt sich das mit den ganzen Stäbchen. So, vier hintere. Und jetzt kommen wieder vier vordere. Zwei. Drei. Und vier, hier hinten sind meine Luftmaschen, ne? Hier ist mein viertes Stäbchen. Und als Randmasche mache ich immer um die Luftmaschen ein halbes Stäbchen. Das passt dann am besten zur Höhe der Maschen, weil diese Reliefstäbchen ein bisschen geringer sind von der Höhe als normale Stäbchen. So, also gestartet mit zwei Luftmaschen, vier vordere Reliefstäbchen, vier hintere, vier vordere. Wenn es bei euch breiter wird, wovon ich ausgehe, wiederholt sich das immer. Und genauso wie ihr angefangen habt mit den vorderen, endet ihr auch mit vorderen. Halbe Stäbchen zum Ende und zwei Luftmaschen zum Wenden. Ich möchte jetzt nochmal genau von der Optik her genau die gleichen Maschen drauf häkeln, damit es mir diese Kästchen ergibt. Wenn ich jetzt meine Geschichte hier umdrehe, dann seht ihr, hier habe ich die vorderen gearbeitet, sehen sie aus wie hintere und genauso muss ich sie auch behandeln. Ich muss jetzt auf diese hier, die eben noch vordere Reliefstäbchen waren, hintere drauf häkeln, damit sie auf der anderen Seite genauso aussehen. Also das, was ihr seht, das häkelt ihr. Und dann seht ihr gleich, ergibt sich die gleiche Strebe. Und Nummer 4. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Dann ergibt sich hier die gleiche Strebe, wie ich hier unten schon mal habe. Das ist also optisch zwei Reihen hintere Reliefstäbchen übereinander. Und wenn ich es umdrehe, seht ihr optisch vordere Reliefstäbchen. Jetzt kehre ich das Ganze um. Ich hatte ursprünglich hier in der Mitte hintere Reliefstäbchen. Von der Rückseite aus gesehen sehen sie aus wie vordere. Mache ich vordere drauf. 1. Zwei. Drei. 4, passt, ne? Optik passt zusammen. Und am Reihenende, an meinem Reihenende, mache ich wieder hintere Reliefstäbchen. Und Nummer 4.
und als Randmasche um die Wendeluftmaschen ein halbes Stäbchen. So, das ist die Rückseite, sage ich jetzt mal. Jetzt mache ich wieder zwei Wendeluftmaschen und gucke mir wieder die Vorderseite an und habe jetzt durch diese beiden Reihen, die Basisreihe zählen wir nicht mit, durch diese beiden Reihen hier Kästchen geschaffen. Ja? Und diese zwei Reihen, die kehren wir jetzt um. Das heißt, ich mache auf meine vorderen Reliefstäbchen, mache ich jetzt keine vorderen drauf, sondern hintere. Und so versetzen sich diese Viererkästchen nebeneinander und übereinander. Und dann seht ihr, jetzt bildet sich hier wieder diese Strebe von den hinteren Reliefstäbchen. Nach diesen vier Maschen kehre ich wieder um und mache auf die hinteren vordere drauf, damit auch hier sich die Kästchen übereinander versetzen. Eins sage ich euch, das Muster frisst Wolle. Da möchte ich euch auch zu ermutigen, wenn ihr dicke Wolle zu Hause habt, wo ihr nicht wisst, was ihr mitmachen sollt, versucht mal dieses Muster. Na klar ist das ein sehr plastisches Muster, was aufträgt, aber das setzt gerade dicke Wolle auch super toll in Szene. Natürlich geht das auch mit dünnerer, vollkommen klar. So. Jetzt habe ich hier vier vordere drauf gemacht und fürs nächste Kästchen kehre ich wieder um und mache auf die vorderen Reliefstäbchen hintere drauf. Drei und ja. Ein halbes Stäbchen um meine Luftmaschenkette. So, da sieht man schon, was passiert. Die nächste Reihe werde ich wieder anpassen, dass hier nochmal optisch genau das gleiche drauf kommt. Das heißt, ich mache zwei Wendeluftmaschen. Merkt euch, hier habe ich die hinteren Reliefstäbchen. Drehe ich die um, sehen sie aus wie vordere. Und genau das werde ich jetzt auch drauf häkeln. Also, da ist es ganz wichtig, dass ihr nach der Optik entscheidet, dass immer zwei Reihen übereinander gleich aussehen. Und dann wird alle zwei Reihen das Muster gewechselt. Ich hoffe, dass ich mich da verständlich ausdrücke. So. Hier habe ich die erste Strebe von den in diesem Moment hinteren Reliefstäbchen. Ich brauche zwei übereinander, damit das passt. Also kommen von der Rückseite aus gesehen hier nochmal vier hintere Reliefstäbchen drauf. Und Nummer vier. Und auf mein letztes Kästchen, sieht aus wie vordere. Kommen auf vordere drauf.
Vielleicht hilft es euch, wenn ihr euch einen Marker setzt auf die Seite, die für euch die vordere Seite ist. Dann wisst ihr immer, wenn ihr umdreht, wo ihr gerade seid. Nummer 4, halbe Stäbchen um die Luftmaschen. So, ich bin für mein Empfinden noch auf der Rückseite und ihr seht, ich habe hier von den ersten beiden Reihen Kästchen, die sich versetzen, und von den zweiten beiden Reihen auch Kästchen, die sich nebeneinander und übereinander versetzen. Ich mache wieder zwei Luftmaschen zum Wenden, bin jetzt quasi auf meiner definierten Vorderseite und ich sehe, aha, ich habe hier von den hinteren Reliefstäbchen zwei Querrippen übereinander. Das heißt, ich kehre das Muster wieder um und mache auf die hinteren vordere Reliefstäbchen. Und so wechsle ich das alle zwei Reihen. Nochmal, geht nach der Optik, nicht nach dem, ja, nicht nach vorderen und hinteren, sondern nach dem, was ihr seht. Ja, und dann seht ihr gleich, aha, kehrt sich um. Viele, viele Reihen später sieht das Ganze dann so aus. Und das ist wirklich total kurzweilig. Das kann man super gut nebenher beim Fernsehen häkeln. Und wenn man zwischendurch Pause macht oder es beiseite legt, vielleicht auch bis zum nächsten Tag oder ein paar Tage, dann weiß ich immer genau, wenn ich hier ankomme. Ich bin gerade quasi hier mitten in einer Reihe. Dann weiß ich ziemlich genau, was ich als nächstes machen muss, weil ich sehe, hier ist eine Querrippe. Da habe ich hintere Reliefstäbchen gemacht. Das heißt, mein nächstes Kästchen ist mit vorderen und ich muss in der Rückreihe das Ganze optisch nochmal genauso gestalten. Die Sache mit dem Markierer hat noch einen anderen Vorteil. Also ich möchte gerne, ich habe nun so angefangen, dass ich hier unten mit vorderen Reliefstäbchen gestartet habe und auch Ende. Und so möchte ich oben am anderen Ende auch den Abschluss haben. Ne? Also ich werde genauso enden, dass ich die letzten beiden Reihen von dem Schal genau so definiere, dass es auf beiden Seiten gleich aussieht und an beiden Enden gleich aussieht. Jetzt kann man noch Folgendes machen, wenn ihr vielleicht mal Möbius vom Stil her haben möchtet. Also ihr wisst ja, wenn man Anfang und Ende so ohne Verdrehungen zusammenlegt, dann kann man sich aus einem Schal auch mal ganz easy peasy einen Loop machen, indem ihr die Seiten miteinander verbindet. Und wenn ihr gerne mal einen Möbius haben wollt, das geht natürlich in Kaulbreite, also sagen wir mal mit 60 cm. Das kann man aber auch super gut als Loop machen und macht so 1,50, 1,60 Breite. Dann braucht ihr nur Anfang und Ende so aufeinander legen und eine der beiden Hälften dreht ihr einmal um und häkelt oder näht das dann zusammen. Und dann habt ihr hier so eine schöne Verwringung in dem Schal, was einmal optisch ein schöner Reiz ist und sich einfach auch super gut tragen lässt. Ne? Also das ist auf jeden Fall nochmal eine schöne Idee. Ja, und so als kleiner Hinweis, die Frage bekomme ich öfter, wie hoch oder wie lang soll ich denn einen Schal machen für ein 3-jähriges Kind oder für einen 40-jährigen Mann? Ich sage immer so, über den Daumen könnt ihr euch an der Körpergröße orientieren. Ne? Also wenn jetzt eine Frau 1,70 groß ist, dann empfiehlt es sich, einen Schal zu machen, der in etwa 1,70 Meter lang ist. Setzt ihr das als Loop zusammen,
egal ob jetzt als klassischen Loop oder so als Möbius gedreht. Das nennt man übrigens falschen Möbius, weil man ein wenig geschummelt hat. Dann geht auch ein bisschen weniger, dann gehen auch so 1,50, 1,60. Ja, das soll als Tipp nochmal das gewesen sein. Daraus lässt sich natürlich auch hervorragend zum Beispiel eine Decke arbeiten. Ne? Eine Babydecke kann ich mir damit super vorstellen, aber auch eine Sofadecke für euch in XXL. Oder man kann damit auch schön Kissenbezüge machen. Das ist relativ zügig, dass man hier vorankommt. Also das kann mehr als einfach nur Schal. Vielleicht hast du ja noch eine Idee, was man mit diesem Muster machen könnte. Dann schreib mir das doch mal super gern in die Kommentare. Mich interessiert das immer, was ihr für Ideen habt, was ihr mit diesem Muster häkeln würdet. Das ist immer eine total interessante Anregung. Nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Zuschauer, die sich doch gerne mal die Kommentare durchlesen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt das gut verstanden. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir einfach unter dieses Video eine Mail und ich versuche das möglichst gut zu beantworten. Dann seid mal ganz herzlich gegrüßt und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüss, eure Alex.